Herzlich willkommen zum Informationsvideo zu unserem neuen Webinar am 15. September um 18 Uhr. Das Thema wird Swissbox Trading sein. In diesem Webinar möchte ich gerne euch die Strategie nochmal näher vorstellen. Ich möchte euch aber auch das Tool, das neue Tool, den Swissbox Helper vorstellen und wie man dieses Tool aus Aufbruchstrategien anwendet und natürlich ganz wichtig die Erfahrungswerte, die wir jetzt in den letzten Monaten gemacht haben mit den unterschiedlichen Ansätzen, mit den Berechnungen der einzelnen Boxen, also wie weit oder wie groß darf die Trading Range zum Beispiel im DAX maximal sein etc. Da möchte ich gerne einfach den Erfahrungsaustausch mit euch, die schon Swissbox Trading in Ihrem Trading mit eingebaut haben, aber auch meine Erfahrung aus dem Live-Trading-Raum. In der E-Mail seht ihr, glaube ich, unter diesem Link zu diesem Informationsvideo auch die letzten 59 Trades mittlerweile, die wir im DAX live aufgezeichnet haben, aus dem Traders Club Live-Trading-Raum und könnt euch da auch schon einen Einblick machen, wie es unter Live-Bedingungen funktioniert. Die Neuigkeit, die wir dort im Swissbox-Tool haben, ist, dass wir einen sogenannten Hedge-Button mit eingebaut haben, also eine Weiterentwicklung von dem Gap-Protector. Das stelle ich euch vor. Klingt kompliziert, ist aber eine geniale, ich will sagen, Erfindung, Idee von uns, zu sagen, okay, nach einem gewissen Trade 2, 3, wenn der Markt nicht will, in die Richtung, dass man sagt, okay, man wartet nicht, bis das Konto komplett gegen die Wand gefahren ist, sondern man stoppt. Hedge sich erstmal ein, also versucht Gegenpositionen zu eröffnen und verschiebt den Ausbruch auf den nächsten Tag. Wie das Ganze funktioniert in der Praxis und wie wir diese Trades schon umgesetzt haben, werde ich euch in diesem Webinar zeigen. In diesem Webinar werden wir uns wirklich Zeit lassen, nochmal die Strategie euch zu erklären. Wir werden nochmal die Performance uns anschauen der letzten Monate, nicht nur im DAX, sondern auch in den Devisen. Für die Leute, die jetzt das Informationsvideo und zum ersten Mal überhaupt von Swissbox Trading gehört haben, ein kleiner Einblick. Ich werde mal kurz einen Chart hier öffnen. Ich habe hier klassisch jetzt mal den DAX-Chart aufgemacht und wir haben hier nicht das Rad für Ausbruchstrategie neu erfunden, weil wenn ihr googelt, ja, es gibt so viele Trader, die auch Informationsvideos oder Breakout-Strategien vorstellen. Ja, klassische Ausbruchstrategie. Man versucht einen Ausbruch, ob es aus Widerstand oder Unterstützungszonen sind, ob es aus Chart-Pattern-Situation ist. Da gibt es so viele Ansätze mit Ausbrüchen. Wir versuchen im Traders Club den Klassiker zu machen, nämlich bei der Markteröffnung um kurz vor 9 Uhr zwei Orders zu platzieren, eine Kauf- und eine Verkaufsorder. Und irgendwohin läuft der DAX meistens nach oben oder nach unten. Es gibt Tage, und das ist die Schwierigkeit bei so klassischen, einfachen Ausbruchstrategien, deswegen werden sie auch so geliebt von vielen Tradern, weil sie einfach ist, gibt stupid and simple. Es gibt aber Tage, wo der Markt, gerade der DAX, rauf und runter und er ist orientierungslos. Er zappelt morgens und das kostet vielen, vielen Tradern richtig Geld und kann auch über mittelfristig, langfristig eine Strategie zum Kippen bringen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, den Traders Club, wir feiern jetzt Geburtstag im September, wir haben den Club gegründet 2009 und sind seit 2009 jeden Tag live an den Märkten aktiv im Live-Trading-Raum. So, das heißt, wir haben alles schon jetzt auch in den letzten Jahren miterlebt, von Crash etc. Ja, und wir haben auch Ausbruchstrategien bei uns selber im Portfolio gehabt und haben gemerkt, dass es immer wieder mal solche Phasen gibt, wo der Markt einfach sehr lange morgens auch seitwärts läuft und solche Ausbruchstrategien dann dementsprechend nicht funktionieren. Man muss also eine Modifizierung festnehmen etc. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist einfach unsere Erfahrung und eine Weiterentwicklung der klassischen Ausbruchstrategie. Wir versuchen, eine Box uns auszuschneiden, im DAX, in den Devisen etc., versuchen dann die Berechnung, wie groß sollte die Box maximal sein, wie klein darf die maximale Box sein und versuchen dann ganz genau, wie früher auch, zwei Orders zu platzieren, eine Kauf- und eine Verkaufsorder. Nur wenn der Markt jetzt mit uns rumspielt, rauf, runter, rauf, runter, ist es für uns jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher, dass unser Konto jetzt Verluste erleidet bei diesem Rauf und Runter, sondern wir versuchen mit diesem Multiplikationsmanagement den Markt einzukreisen, weil wir sagen, irgendwann macht er diesen Ausbruch.
20 Punkte bis 25 Punkte ist momentan so die Range, die wir uns im DAX rausnehmen. Und dann die Frage an euch, die jetzt zuhören, sich das Video anschauen. Der DAX macht am Tag 100, 200 Punkte. Vielleicht macht er, wenn das wenig macht, mal 60 Punkte. Aber 20 Punkte macht er immer. Nur die Frage ist natürlich, wann. Nach unserer Erfahrung macht er sie gerne morgens bei der Markteröffnung zu 80% der Fälle. Aber die 20% der Fälle, da fängt er an zu zappeln. Und da setzt das Swissbox Trading an, denn wir haben mit dem Tool eine Order-Funktion mit eingebaut, dass wir sagen, der erste Trade gehen wir mit einem gewissen kleinen Risiko an, dann versuchen wir die Position zu multiplizieren. Und wenn dann der erste Trade, zweite Trade oder dritte Trade, wenn dann alle Positionen im Gewinn sind, die einen werden im Verlust sein, die dritte wird im Gewinn sein, schließt das Tool automatisch die Position. Das klingt absolut kompliziert, ist es relativ einfach, weil die Arbeit übernimmt das Tool. Ich werde dieses Tool dann auch hier natürlich vorstellen, aber, und ihr seht es vielleicht hier schon, wir haben hier diesen Up-Hedge-Button. Denn es gibt Tage, wo der Markt wirklich nicht will. Beim ersten Trade nicht den Ausbruch, beim zweiten nicht, beim dritten, beim vierten. Und dann sagen wir einfach im Club, hey, Stopp, aus, vorbei. Der DAX will heute Vormittag nicht. Vielleicht will er heute Nachmittag mit den Amerikanern. Aber was wir machen, wir neutralisieren erstmal die Position und fangen zum späteren Zeitpunkt den Trade, den wir morgens angefangen haben, beenden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, wir können den Hedge auflösen. Auch das werde ich euch in dem Webinar vorstellen. Eine interessante Möglichkeit, ja, wie man den Hedge auflöst, wie wir es letztendlich machen und wie es andere Trader im Club letztendlich für sich entdeckt haben, mit dem Swissbox Helper zu arbeiten. Der Swissbox Helper ist nicht nur anwendbar auf den DAX, sondern ihr könnt ihn auch auf den Devisen machen. Ich versuche jetzt mal hier kurz mal Trades hier rauszusuchen, die komplizierter sind. Hier sehen wir mit dem blauen Ball, das sind immer die Gewinntrades. Aber wir hatten auch hier Up-Hedge-Positionen. Hier sehen wir an diesem Beispiel vielleicht, hier ist der DAX, war eine Morgensrange von 22 Punkten vor 9 Uhr. Der Markt ist nach oben, dann nach unten. Denn die dritte Order, 1, 2, 3, die ist dann hier oben in den Gewinn gelaufen und wir haben alle Positionen hier geschlossen mit Gewinn. Das Ganze funktioniert auch auf den Devisen. Wie gesagt, da gehen wir mit einer etwas anderen Range ran und wir gehen dort auch mit einer anderen Uhrzeit ran. Wer also Ausbruchstrategien sowieso in seinem Portfolio als Trader hat, ist herzlich willkommen. Wer neu ist in diesem Geschäft oder nach Strategien auf der Suche ist nach Strategien, ist natürlich auch herzlich willkommen, denn es ist ein toller Einstieg in dem Devisenbereich oder im CFD-Bereich in den Markt zu gehen. Man kann das natürlich auch auf den Terminmarkt, auf den Futures mit umsetzen etc. Der Ansatz ist sehr, sehr speziell. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Wenn ihr Lust habt, 15. September, 18 Uhr, wenn ihr keine Zeit habt, das wird aufgezeichnet. Ihr müsst euch nur registrieren und dann bekommt ihr die Aufzeichnung von uns per Mail zugesandt. Wie gesagt, wir werden nicht nur die Trades besprechen, wir werden natürlich auch die Aussichten, wie sieht die Performance aus? Wie sieht der Drawdown aus? Wie sieht der Profitfaktor aus? All diese wichtigen auch Themen für Trader, wenn sie mit dem Trading beginnen, worauf man achten sollte. Also, euch noch einen schönen, schönen Handel und wenn ihr Zeit habt, 15. September, 18 Uhr, würde mich freuen. Bis dahin, gute Trades noch.